Hi liebe Leute, Genius Hardcore hier mal mit einem Thema. Der Ursprung der Hip-Hop-Kultur liegt bei vielen in der Entwicklung des Scratches. Getätigt durch Kool DJ Herc irgendwann in den 70ern in New York City bei einer After-School-Jam-Session. Des Weiteren der Ursprung des Rap liegt wo? Auch wiederum irgendwo in der Kultur des Drum and Bass veranschlagten sogenannten Breakdance-Graffiti-Kulturwissenschaftlichen Wesen der After-School-Jams. Des Weiteren, warum Breakdance? Breakdance, Bronx, Broadway liegt von den Begriffen ja nicht ohne Gründe so dicht beieinander und gehört zu New York. Broadway deswegen, weil dort die Musical-Tänzerinnen und Tänzer zu finden waren, welche mal zu Breakdance geführt haben. So viel dazu, liebe Leute. Ich nehme immer noch wahr, wie Leute meine Kultur hassen und nicht respektiert wissen wollen. Respektlose Asoziale sind häufig ein Grund, weshalb sogar ich sage, die Kultur, wie sie ist, ist mir zu jiggy heutzutage. Was das heißt, die sind zu reich und fühlen sich wie Hip-Hop-Heads, obwohl sie keine Arbeiterklasse sind oder welche kennen wollten. Des Weiteren sind die nicht mal im Ansatz an Ursprungsforschung interessiert gewesen bis dato und haben nicht verstanden, warum ich sage, Hamburg ist mehr Berlin, als Berlin Hamburg sein sollte, wenn es die Hauptstadt des Rap in Deutschland sein wollte. Heidelberg ist diesbezüglich allerdings noch eher zu nennen, weil von dort stammte der erste deutsch sprechende MC. Entschuldigung, deutsch rappende MC. Der erste deutsch rappende MC. Korrigiere erneut. Der erste deutsch rappende MC stammte aus Heidelberg. Torch Bananen. So, viel zu dem Thema. Was ich mit dem ganzen Kram zu tun habe, sagen wir mal so, der Woodcut-Tag, wie es häufig genannt wird, Holzschnitt-Tag, Rap-GSW auch häufig genannt, GSW. Mein Vater hat diesen Holzschnitt-Akt mal an dem sogenannten Memorial Tree in New Yorker Central Park mitbegangen. Er war RG, RG, Reinhard Siegfried Guder. Er ist tot seit 2005 anbei. Gruß Gerhard Sebastian Guder. Das Erbe meines Vaters am Mittragen als Urheber des Begriffes für Rapmusik mit, die anderen beiden Andre und Peter, lebten zum Schluss ihres Lebens auch in Amerika, aber sind auch beide schon tot, leider. Die Erben der drei glorreichen Halunken, manchmal auch genannt, sind derweil informiert worden darüber, was passiert war und worum es geht. Was Rap GSW respektive RGAS und PW anbelangt, Starkiller, Mountain Killer, auch manchmal genannt Star Mountain Killer, ebenso manchmal genannt, ist eine MC herself. Ich bin Produzent und Rapper himself. Und nun ja, über PW weiß ich noch nichts vom Nachfahren her, aber man hört auch, der sei musikalisch talentiert als Produzent hobbymäßig, nicht businessorientiert. So viel zu dem Thema, liebe Leute. Was Ursprungsforschung anbelangt, weiterhin, wie gesagt, die drei glorreichen Halunken sind tot. Aber Hip-Hop lebt. Auch wenn viele es totschreiben, seit Nas Hip-Hop is Dead released hat. Auch wenn viele behaupten, Hip-Hop sei tot, seitdem mein Vater mit einem kleinen Hüftschaden anbei und dadurch bedingtem Gehfehler gestorben ist. Hip-Hop lebt. Müsste mit klarkommen. Wir befinden uns nur in einer neuen Ära. Die Academy of Realness hat Platz genommen, wo sie Platz zu finden habe. In Hörsälen von Universitäten und Akademien. So viel dazu. Greets Professor Dr. Dr. Guda Gerhard Sebastian, aka Genius Hardcore. End of the transmission.